Ja, hallo Leute, hier Chris Like. Vor wenigen Tagen war ich in einem sehr interessanten Park hier in Polen. Und der Park, der liegt in Gohuf, in einer kleinen Ortschaft. Und inmitten des Parks ist ein sehr schönes, großes Schloss, ein Forstmuseum. Und dort gibt es auch europäische, wie nennen sie sich? Büffel, aber um genau zu sein, die heißen, wie heißen die denn jetzt? Europäische Bisons. Genau, europäische Bisons. Okay. Und ja, ich zeige euch mal die Eindrücke und ich zeige euch ein bisschen auch die Hinfahrt, ja, wie polnische Städtchen aussehen, wie die Straßen und so weiter und so weiter. Die Landschaften könnt ihr euch mal kurz angucken. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und viel Spaß. So, also ich bin erstmal in eine kleine Stadt reingefahren, ein kleines Städtchen. Es heißt Opatuwek. Und ja, so sieht das Städtchen aus. Ihr könnt euch mal die Häuser ansehen. Ja, rechts gibt es Geschäfte. So, und es geht gleich weiter an einer Orlen-Tankstelle vorbei. Links ist ein bekannter Lebensmittelhersteller Kolian, ein polnischer Hersteller für Limonade und so weiter. Und hier geht's weiter durch den Ort Tworzenia. So, ja, in Polen gibt's, also in der Region zumindest, gibt's viele Waldlandschaften. Das sieht man auch hier. Und naja, manche Straßen sind ein bisschen eng. Da muss man ein bisschen von der Fahrbahn runter, um den anderen vorbeizulassen. Und hier habe ich gemerkt, dass ich von der Polizei verfolgt werde. Deshalb bin ich mal rechts rangefahren. Und die Polizei fährt einfach mit Blaulicht rum, ohne mich anzuhalten. Und ich fahre jetzt weiter. Hier bin ich angekommen und gehe jetzt in den Park rein, in die Parkanlage. Hier sieht man das Schloss des Fürsten Czartoryski. Hier ist ein Museum drin. Und wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Okay, und hier das Schloss von einer anderen Perspektive. Und es geht weiter zum Museum der Forstwirtschaft. Ja, der Forstwirtschaft. Hier gibt es verschiedene Maschinen und Anlagen, die man sich angucken kann. Und hier geht es weiter zu den Tieren. Hier gibt es nämlich europäische Büffel. Die liegen hier einfach rum, schlafen, sehen wie tot aus, leben aber. Hier gibt es gleich eine Nahaufnahme, ja, hier ist so einer. Was macht der denn? Und hier habe ich Schwarzspechte entdeckt, habe ich auch gleich mitgefilmt. Hier sieht man, wie die rumtanzen, um Futter zu finden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte abonnieren und liken. Außerdem habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link platziert, damit ihr weitere Infos zu dem Ort finden könnt, zu Gohuf und zu der ganzen Parkanlage. Und ja, das wär's fürs Erste und einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.